Im Namen der Königin der Nacht begrüße ich Sie ganz herzlich hier heute Abend bei uns in der Sukkulentensammlung Zürich. Mein Name ist Urs Eckli und ich bin Botaniker hier an der Sammlung. Königin der Nacht, das ist der sagenhafte Kaktus, den man immer wieder gehört davon, weil er so super grosse Blüten hat und nur einmal überhaupt blühe im Sommer. Es geht um die Pflanze hier, die gerade neben mir steht. Es ist ein Kaktus, also ein Vertreter der Familie der Kakteengewächs. Der latinische Gattungsname heisst Selenicereus, übersetzt wäre das der Mondsäulenkaktus. Der Artname ist Grandiflorus, grossblütig. Und grosse Blüten macht die Pflanze eben auch. 20, 25, vielleicht sogar 30 cm im Durchmesser. Königin der Nacht ist keine besonders schöne Pflanze. Sie ist ja, ein bisschen durcheinander, könnte man sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, sie sei eigentlich recht ausgesucht hässlich. Aber wenn sie dann blüht, wenn sie sich zum Blühen anschickt, dann wird es spannend. Und wenn sie blüht, das werden wir nachher sehen, dann ist es wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Das Blühen fängt an bereits im April. Manchmal ist es ein bisschen früher, manchmal ist es ein bisschen später. Und je nachdem, wie die klimatischen Bedingungen sind, wie warm das ist, wie viel Sonne das wir haben. Es fängt an mit ganz kleinen Wohlbüscheln, wo dann noch ein Eis auch sogar noch an der Pflanze ist. So äußern sich die Blütenknöpfe, wenn sie als erstes angelegt werden. Und nachher geht es 6, 8, 10 und vielleicht sogar noch mehr Wochen, auch wieder in Abhängigkeit von der Temperatur, vom Sonnenschein, dass sich aus diesen winzigen Blütenknospen ein bisschen grössere Blütenknospen entwickeln. Das hat dann noch ganz unterschiedliche an dieser Pflanze. Und mit der Zeit werden sie ein bisschen grösser. Da zum Beispiel versteckt sich eine ein bisschen zwischendrin. Und aus denen kommt dann eine Blütenknospe, die parat ist zum Aufblühen. Und die sollte dann, und da hat es auch noch mal zwei, die Blüten werden sich jetzt heute Abend öffnen. Wir haben jetzt 7:45 und die Blüten sind wirklich schon ein bisschen aufgegangen. Man sieht hier schon die inneren Blütenblätter ein bisschen rausschauen. Bei dieser hier ist es auch schon recht deutlich. Und die Blüten werden sich im Verlauf der nächsten zweieinhalb, vielleicht drei Stunden öffnen, zum vollen Durchmesser dann eben von 20, 25 cm ungefähr. Gemäß der Volksmeinung blüht die Königin der Nacht ja nur eine einzige Nacht. Das trifft zu auf die einzelne Blüte. Jede einzelne Blüte ist nur eine einzige Nacht offen. Aber der ganze Blütenreigen an so einer grossen Pflanze, das kann über mehrere Wochen sich erstrecken. Die ganze Pflanze macht vielleicht 50, 60 Blüten, wenn es so ein grosses Exemplar ist. Und das Exemplar hat in der Tat auch schon ein paar Tage früher angefangen zu blühen. Da ist zum Beispiel eine Blüte, die vermutlich vor etwa einer Woche geblüht hat, die schlaff geworden ist. Und da hat es noch ältere Blüten, die sind schon ganz teuer. Die sind vielleicht vor zwei Wochen oder vor drei Wochen verblüht und fallen dann zum Teil sogar schon ab. Und wenn die Blüten also eben zugeht, das wäre jetzt ein Exemplar, das letzte Nacht geblüht hat, also vor 24 Stunden, hat die Blüten etwa so ausgesehen wie die aufblühbereite Knospen, die wir hier haben. Und heute Morgen ist sie dann zugegangen und jetzt ist sie bereits welk und so ein bisschen schlaff. Und bis in zwei, drei Tagen wird sie dann so ausgesehen wie die hier. Mittlerweile ist es 7:45 geworden, also 30 Minuten sind verflossen. Und wenn wir die Blütenknospen anschauen, dann sieht man deutlich, dass sich da auch einiges da hat. Sie fangen sich an zu öffnen. Die inneren Blütenblätter, die weissen, die werden immer sichtbarer. Und die äußeren Blütenblätter, die fangen sich an abspreizen. Die liegen nur noch ganz los an. Königin der Nacht kennt man in Europa schon ziemlich lang. Schon Ende 1600 sind die ersten Exemplare in Europa kultiviert worden. Es gibt ein Bild von 1708 von einer blühenden Pflanze aus Nürnberg. Wo die ursprüngliche Heimat von der Königin der Nacht ist, wissen wir aber nicht mit Sicherheit. Sie ist offenbar schon im alten Mexiko kultiviert worden, wegen ihrer spektakulären Blüten. Die nächsten Verwandten der Königin der Nacht die sind in Mittelamerika und im karibischen Raum daheim. Und es ist anzunehmen, dass die Königin der Nacht, also der Selenicereus grandiflorus, auch dort ursprünglich daheim war. Seit unserem letzten Blick auf die Pflanzen sind nur gerade 20 Minuten verflossen. Und man sieht, wie wirklich dramatisch schnell dass die Blüten sich jetzt öffnen. Wenn man hier schaut, die Öffnung ist sicher schon bereits etwa 4-5 cm im Durchmesser. Die inneren Blütenblätter, die weissen, die sind deutlich sichtbar. Die äußeren schmalen Blütenblätter fangen sich sogar schon richtig an abspreizen. Und wenn man hier genau schaut, dann sieht man auch schon das Innenleben der Blüten, die Staubblätter und die Narben vom Griffel.
So eine Blütenknospe, die ist, braucht vielleicht noch 2 Tage, bis sie dann aufblüht. Und da ist einfach alles schon vorhanden, was in der Blüte haben muss. Ich schneide sie hier längs aufschneiden. Im Längsschnitt der Blütenknospe sieht man, dass alle Blütenteile bereits vorhanden sind. Die Blütenblätter, die sind noch eng aneinander gepresst. Das ist noch richtig schön stabil. Man sieht die Staubblätter, hunderte, vielleicht sogar tausend, mit den Staubbüteln. Man sieht den Griffel mit den Narbennesten ganz zuoberst. Man sieht unten die Fruchtknoten mit den Samenanlagen, die feinen weissen Strukturen da. Und was man auch noch sieht, ist der unterste Teil der Blütenröhre, der da eine andere Färbung hat. Das ist der Teil der Blütenröhre, wo der Nektar produziert wird. Wenn man die aufgeschnittene Blütenknospe jetzt hier neben die Blüte anhebt, die am Aufgehen ist, dann sieht man, dass vor allem eben der vorderste Teil von da aus aufwärts, der Teil, der Blütenblätter betrifft, dass der sich enorm vergrößert während der Blütenöffnung. Also in den letzten etwa 24 Stunden, bevor die Blüte wirklich aufgeht, ist da der Wachstumsprozess am intensivsten. Und die Strukturen, die schon da sind, die werden einfach grösser, die verlängern sich. Mittlerweile ist es 5 ab 9 geworden und wir sehen, wie die Blüten da wirklich sehr stark auch wieder gewachsen sind, noch grösser geworden sind. Wenn wir da schauen, so der Blütendurchmesser ist jetzt doch schon etwa 6 cm, die inneren Blütenteile. Und was man vor allem jetzt sehr charakteristisch sieht, ist die Blütenform, die Selenicereus-Blüten eben überkommen, mit den äußeren Blütenblättern, die strahlig in einem Kranz abstehen, und den inneren weißen Blütenblättern, die so etwas Ähnliches wie einen Trichter oder eine Schüssel bilden. Insgesamt sind die Blüten jetzt etwas mehr als halb offen, würde ich schätzen. Wir werden sehen, wie sie sich weiter entwickeln. Mittlerweile ist es 10 vor 10 geworden und die Blütenpracht wird fast von Minute zu Minute schöner. Die Blütenöffnung, zwar die inneren Blütenblätter, die haben sich nicht wahnsinnig viel bewegt, aber die äußeren Blütenblätter, die jetzt da so strahlenförmig abstehen, die sind jetzt wirklich schon fast voll entfaltet. Spannend ist noch, wenn man so eine Blüte anschaut mit der Nase. Man sagt, ja, sie schmecke sehr gut, aber ich schmecke nichts. Und das ist noch tricky bei diesen Selenicereus-Blüten, weil der Blütenduft, der kommt nicht aus dem Blütenzentrum, sondern der kommt aus der Seite. Und wenn man da schmeckt, dann hat man den charakteristischen Duft, der in der Literatur so als Schoki und Vanille beschrieben wird. Und so, wenn ich da dran schmecke, dann habe ich beides in der Nase. Also Schoki mit Vanille oder Vanille mit Schoki. Die Blüte, die ist natürlich nicht einfach so schön, damit sie uns Freude macht. Und sie schmeckt nicht einfach gut, damit wir etwas Gutes zu schmecken haben. Sondern die Blüte, wie andere Blüten auch, blüht natürlich darum, weil sie einen Bestäuber anlocken will, wo sie bestäubt, sodass es nachher eine Frucht gibt und Samen, dass sich die Pflanze vermehren kann. Und beim Selenicereus und ähnlichen nachblühenden Kakteen ist der Fokus der Blüte auf einen Schmetterling bzw. einen Nachtfalter, also einen nachtfliegenden Schmetterling, ausgerichtet. Man weiss von Beobachtungen, dass das recht grosse Schmetterlinge sind, also Schmetterlinge, die so 10, 15, vielleicht sogar 20 cm Flügelspannweite haben, die angelockt wird aus der Ferne durch den Duft und dann dem Duft nachgehen. Und die Nächanlockung nimmt man an, ist nachher die Farbe der Blüte. Das ist sehr charakteristisch, dass nachblühende Kakteen und auch sonst Nachblüten hell gefärbt sind, häufig weiß gefärbt sind. Und was auch charakteristisch ist für viele Nachblüter, ist die schmalen Blütenblätter, die sie haben, aussen durch. Man stellt sich vor, dass das für den Nachtfalter, der da vielleicht in der Gegend durchfliegt, so eine Art Flickereffekt gibt. Ähnlich wie wir, wenn wir mit einem Auto an einer Lädchenzaune entlang fahren, dann haben wir diesen Effekt auch. Und dass das dann der Nachanlockung vom Nachtfalter dient. Der Nachtfalter, der besucht die Blüten auch nicht einfach, weil sie gut schmeckt, sondern der besucht sie wegen dem Nektar, wo ja unten in der Blütenröhre gebildet wird, wo wir vorher am Blütenschnitt gesehen haben. Das heisst auch, dass der Nachtfalter, wenn er da in die Blüten eintaucht mit dem Körper, mit dem Kopf, dass er eine Zunge braucht, die die entsprechende Länge hat, dass er eben da bis da runter kann die Zunge langen, sodass er den Nektar aufschlürfen kann. Und aufgrund von Fotos weiss man, dass Nachtfalter in der Regel,
wenn sie zu Blüten zufahren, schon mit ausgefahrenen Zungen kommen. Also, dass da die Zunge schon bereits parat ist, um hier einfädeln, im Eingang der Blütenröhre, um eben dann da unten den Nektar zu holen. Wenn man die Blüten anschaut, so von der Seite, dann sieht man, dass unten an der Röhre kleine Schuppen sind und nach oben werden die Schuppen immer grösser und gehen dann auch über in die Blütenblätter, in die äußersten, die dann auch ein bisschen grösser werden, breiter, farbiger und dann einen langsamen Übergang auch in die inneren Blütenblätter. Und das ist sehr charakteristisch für Kakteenblüten, für die Konstruktion von Kakteenblüten, dass wir diesen Übergang haben. Und man kann auch schlecht sagen, das sind Kelchblätter und das sind Kronblätter, weil es eben all diese Übergangsformen gibt. Ein ganz typisches Konstruktionsmerkmal von Kakteenblüten. Mittlerweile ist die Uhr gegen die Elfi vorgerückt und die Königin ist natürlich schöner als je zuvor. Die Blüten sind noch mal ein bisschen mehr aufgegangen. Wenn wir hier so schauen, dann ist doch der innere Teil jetzt auch schon 8,5-9 cm im Durchmesser. Und wenn man die Blüten als Ganzes anschaut, dann sind wir da doch irgendwie, das wäre 20, also um die 24, 25 cm. Das ist doch eine recht respektable Größe für so eine Königin der Nacht. Vielleicht ist noch aufgefallen, dass die Blüten nicht genau gleich aussehen, die da und die hinten oder die nebendran. Und es ist tatsächlich so, dass wir da in dem Topf von dieser Königin zwei verschiedene Exemplare haben. Also zwei Exemplare, die aus verschiedenen Samenkörnern gewachsen sind und die ganz leicht unterschiedliche Eigenschaften haben. Etwa so ein bisschen blassere, äußere Blütenblätter oder ein bisschen goldigere. Sie schmecken auch immer noch sehr gut. Noch intensiver als vorher, ein bisschen mehr Schocke und ein bisschen weniger Vanille. Der Duft ändert sich auch im Verlauf der Nacht noch ein bisschen. Die Blüten werden noch ein bisschen grösser werden, aber sehr viel macht das nicht mehr aus. Die Königin der Nacht ist bei weitem nicht der einzige Kaktus, der zur Nacht Blüten produziert. Ich habe hier einfach noch zwei weitere Beispiele. Das ist vielleicht die bekannteste nachblühende Kakteenverwandtschaft, Gattigechinopsis, ein Kugelkaktus, der in Südamerika weit verbreitet ist. Das hier ist ein Echinopsis aus Bolivien und eine ähnliche Blüte von einem Säulenkaktus aus Venezuela, ein Pseudoacanthocereus. Das sind auch Nachtfaltenblüten, ganz charakteristisch, schmale Blütenblätter, angenehme Duftnoten, so parfümiert. Und von der Struktur her sind die Blüten sehr fein gebaut, filigran, zarte Blütenblätter, fast durchscheinend dünn. Und sie haben auch eine lange Blütenröhre. Nektar wird auch da unten produziert, auch da bei dem Pseudoacanthocereus. Der Nektar ist da unten. Und spannend ist noch, dass Blütenröhre von all diesen nachblühenden Nachtfalterblüten etwa gleich ist. Es ist selbst, wenn man es da mit dem Königin der Nacht vergleicht. Auch die hat eine ähnlich lange Blütenröhre. Es ist anzunehmen, dass die Nachtfalter, die diese Pflanzen bestäuben, eben auch halt all die lange Zunge haben. Nachtblüten gibt es bei Kakteen auch noch in einer ganz anderen Form. Ich habe hier auch zwei Beispiele mitgebracht. Das sind kurze, festfleischige, dickröhrige, dickwandige Blüten. Das hier ist von einem Haarsäulenkaktus aus Brasilien, einem Pilosocereus. Und diese Blüte hier, die kommt von einem mexikanischen Säulenkaktus, einem Pachycereus oder Pterocereus, Pterocereus gaumeri aus dem südlichen Mexiko. Und diese Blüten, die sind also schon mal wesentlich kleiner natürlich, wenn man sie so anschaut, und eben ganz dickfleischig. Und sie müffeln beträchtlich, also nichts von Schocke und Vanille, sondern so ein bisschen faule Herdöpfel oder ein bisschen Öl, ein bisschen Petersilie, eher unangenehme Duftnoten. Und das ist ganz charakteristisch. Die Blüten, die werden nicht von Nachtfaltern bestäubt, sondern die Blüten, die sind eingerichtet für Fledermäuse. Es gibt in der Neuen Welt, in den Tropen der Neuen Welt, Fledermäuse, die sich in erster Linie von Nektar ernähren, auch noch ein bisschen Blütenstaub und allenfalls Früchte. Und genau diese Fledermäuse haben die Kakteen hier im Visier. Es gibt sehr viele so Kakteen, die fledermäusbestäubte Blüten produzieren. Das ist etwas, das im Verlauf der Revolution in verschiedenen Verwandtschaften mehrfach parallel entstanden ist. Genauso wie die Nachtfaltenblüten, die wir hier an der Königin der Nacht ja eben jetzt beobachtet haben, wie die im Verlauf des Abends aufblühen.
Königin der Nacht also, wirklich etwas ganz, ganz Attraktives. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie die Blütenknospen eben sich sehr, sehr rasch öffnet. Wir haben vor etwa 3 Stunden angefangen, genauer hinzuschauen. Und jetzt haben wir die wunderschöne Pracht, nicht nur schön zum Anschauen, sondern eben auch in der Nase sehr, sehr schön. Und ja, wir wissen, das habe ich Ihnen am Anfang auch gezeigt, in ein paar Tagen werden die Blüten so aussehen. Und wir haben wieder einen eher nicht so schönen Kaktus da vor uns. Aber wenn sie blüht, Königin der Nacht, dann ist es wirklich etwas Wunderprächtiges. Und noch schöner als so eine Erklärung per Video ist natürlich, wenn Sie können vor so einer Pflanze ansitzen und einfach geniessen und schauen und staunen, wie an einem schönen warmen Sommerabend die Blüten sich öffnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen, wenn Sie selber einmal Gelegenheit haben, so eine Königin von der Nacht 1:1 von Angesicht zu Angesicht zu beobachten und auch ein bisschen zu geniessen mit der Nase. Gute Nacht miteinander.